Michael Heimann ist einer der wenigen Künstler, die in Ost- und Westdeutschland Karriere gemacht haben. 1965 feierte er mit dem Lied »Erst kam ein verliebter Blick« einen Hit in der DDR. Der Titel wurde im Westen von Marika Kilius gecovert. 1966 setzte sich Michael Heimann nach einem Auftritt in Algerien ab nach Westdeutschland. Nach den Erfolgen in der DDR musste er in Westdeutschland neu anfangen. Und der Anfang war kein Zuckerschlecken. Das war eigentlich katastrophal. Ich habe mehrere Musikproduzenten angesprochen und mir wurde im Grunde genommen sofort die Türe vor der Nase zugemacht. Dann habe ich in Köln gelebt, 9 Jahre. Und in Köln habe ich dann vorgehabt, noch eine Musikproduktion zu besuchen. Und das war Kurt Fels. Da bin ich hin. Und da saß Günter Krenz, ein alter Rundfunkmann und die rechte Hand der Musikproduktion Kurt Fels. Und in dieser Vorstellungssituation sagte der, ich kenne Sie. Ich habe eine Sendung gemacht hier im Westdeutschen Rundfunk und die hieß Festivals und Premieren. Und im Rahmen dieser Sendung haben wir auch Festivals des Ostens mit einbezogen. Ja, und das haben die gemacht und da haben die unter anderem natürlich festgestellt, dass da ein Michael Heimann in der DDR den zweiten Preis gemacht hat mit Frag nicht. Dank diesem Erfolg beim Festival von Rostock kam es zur Zusammenarbeit mit Kurt Fels. Einer Zusammenarbeit ohne Netz, wie Michael Heimann schildert. Kurt Fels hat mit mir 10 Platten gemacht und hat nie über einen Vertrag gesprochen. Und hat mir auch nie einen Vertrag gegeben. Ich wurde einfach ins Studio bestellt und da musste ich was vorsingen. Und das habe ich gemacht. Und da sagt er, ja, Herr Heimann, ich werde mal was für Sie machen. Das hat er aber durch die Scheibe gemacht. Das war ja ein ganz eigenartiger und sehr distanzierter Mensch. Scheinbar hat er sich nur mit den Sängerinnen und Sängern wirklich privat und persönlich unterhalten, die ihm Geld brachten. So kam das mir vor damals. 1967 nahm Michael Heimann mit dem Orchester Werner Scharfenberger die erste Single im Westen auf. Wenn mir die Welt noch was Besseres bieten kann. Der Text hat was Autobiografisches und Michael Heimann ist noch heute stolz auf dieses Werk. Eigentlich ist das einer der besten Scheiben, die ich gemacht habe. Das hat mich wahnsinnig aufgeregt und gefreut, dass ich diese Scheibe machen durfte. Schwer in dieser Stadt, jede Tür fällt vor mir zu. Oh mein Bruder, ja. Ich hab gezecht mit der Gefahr und geblecht für das, was war. Und dann kamst sogar noch du, falsches Luder.
Michael Heimann mit »Wenn mir die Welt noch was Besseres bieten kann«. Der Anfang im Westen war ernüchternd, ganz im Gegensatz zum Beginn seiner Karriere im Osten. Michael Heimann blickt auf die Anfänge zurück. Ich war mit 17 Jahren in einer Nebenberufsband und habe mir innerhalb kurzer Zeit ein schönes Repertoire angeeignet, so 250 Schlager ungefähr, die ich alle gesungen habe, mit einer Band, die dann in den Clubhäusern und in Kulturhäusern gespielt haben. Und eines Tages hat meine Mutter in der Zeitung damals gelesen, dass eine Band, Günter Grüneberg und seine Solisten, einen Sänger suchen. Und meine Mutter sagte, da gehst du hin und stellst dich vor. Ja, und da bin ich hin und habe gesagt, schönen guten Tag, ich wollte mich mal vorstellen. Da guckte mich erst ganz schief an. Naja, jedenfalls sagte er, was können Sie denn? Ich sage, ja, geben Sie mir mal Ihre Mappe. Und da hat er gesagt, ach so ist das, na gut, okay, zeigen Sie mal. Abends wurde ich dann vorgestellt und im Elstertal in Leipzig, das war ein großer Saal, und da habe ich dann meine ersten Male bei einer Berufsband gesungen. Michael Heimann musste dann die Prüfung als Berufsmusiker bestehen, was nicht im ersten Anlauf gelang, wie sich Michael Heimann erinnert. Ich hatte meine Prüfung gemacht, habe sie nicht bestanden, vor der Kommission für das Veranstaltungswesen in der DDR und musste sie in 6 Monaten wiederholen. Und das habe ich gemacht. Und da kam dann gleich 2 Tage später jemand und sagte, wir machen Platte mit Ihnen. 1965 erschienen denn auch die ersten Platten von Michael Heimann und darunter war ein veritabler Hit, verrät Michael Heimann. Erst kam ein verliebter Blick. Das war in der DDR ein Riesenhit. Ich wurde ja dann Dampfhammer genannt vom Heinz Quermann. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt ein Mann und ein Titel, der hat alles durcheinander gewirbelt hier in der Hitparade. Wir nennen diesen Mann Dampfhammer, aber Sie werden ihn erkennen. Und der Titel, erst kam ein verliebter Blick. Und dieses erst kam ein verliebter Blick war lange Zeit die Nummer 1 in dieser DDR-Quermannschen Hitparade. Erst kam ein verliebter Blick, so ein Blick von mir. Dann kam gleich ein Blick zurück, so ein Blick von dir. Es kam ein verliebter Blick, so ein Blick von mir. Dann kam gleich ein Blick zurück, so ein Blick von dir. Und du hast leise gelacht, das gefiel mir sehr. Aber ich wünschte mir noch ein bisschen mehr. Erst kam ein verliebter Blick, so ein Blick von mir. Das war schon ein kleines Stück auf dem Weg zu dir. Dann kam ein verliebtes Wort in der Sommernacht. Dieses Wort hieß, geh nicht fort und hat Glück gebracht. Dann kam ein verliebtes Wort in der Sommernacht. Dieses Wort hieß, geh nicht fort und hat Glück gebracht. Und der Mond dachte sich, schau mal einer an. Ja, ich weiß, was daraus alles werden kann. Erst kam ein verliebter Blick, dann ein liebes Wort. Ja, so ging es Stück für Stück in der Story fort. Heute kam ein verliebter Kuss, wie im Traum so schön. Wenn ich Abschied nehmen muss, denk ans Wiedersehen. Heute kam ein verliebter Kuss, wie im Traum so schön. Wenn ich Abschied nehmen muss, denk ans Wiedersehen. Und wenn du einsam bist, schreib mir einen Brief. Weißt du nicht, dass auch ich manche Nacht nicht schlief? Es kam ein verliebter Blick, dann ein Wort von mir. Mit dem Kuss begann das Glück, all mein Glück mit dir.
Dampfhammer Michael Heimann mit der Originalfassung von Erst kam ein verliebter Blick aus dem Jahre 1965. Die Nummer wurde im Westen von Marika Kilius gecovert, die damit immerhin Platz 26 der Hitparade erreichte. Ein Jahr später setzte sich Heimann ab in den Westen. Und das kam so, erzählt er. 1966 bin ich im Rahmen eines Programms mit dem Benny Barré Quintett, und damals war auch Ruth Brandin dabei, wurde ich nach Algerien geschickt, nach Algier. Im Messepavillon der DDR haben wir dann so deutsche Kultur machen sollen. Und in diesem Zusammenhang bin ich in die Schweizer Botschaft, denn die Bundesrepublik Deutschland hatte keine Botschaft dort. Die Schweizer Botschaft hat dann dort am Flughafen auch mit meinem Pass der DDR die Möglichkeit geschaffen, nach Westen zu kommen. Im Westen fand Heimann nach anfänglichen Schwierigkeiten Unterschlupf in der Produktion von Kurt Fels. Dieser ließ sich vom Äußern des Sängers inspirieren. Heimann entsprach nämlich nicht dem stromlinienförmigen Aussehen eines Schlagersängers. Wie Nana Mouskouri trug er eine Brille. Entstanden ist das Lied »Schneid mir mal ne Scheibe davon ab«. Über die Entstehung des Titels weiß Heimann Folgendes zu berichten. Wir haben eigentlich versucht, den Typ Michael Heimann ein bisschen mit dem, was er macht, zu identifizieren, also zusammenzukriegen. Der Günter Krenz hat mir das übermittelt, was Herr Fels gedacht hat. Und da sind dann solche Sachen gekommen wie, ja, wir möchten gerne mal ihrer Ausstrahlung entgegenkommen und machen jetzt mal Titel, die ganz einfach aus der intellektuellen Ecke mehr kommen als aus dem Schlager. Ob der Mensch was zu beißen hat, ob er's hat oder nicht, danach stellt er sein Weltbild ein und das gibt ihm dann sein Gesicht. Ich würde sagen, schneid mir mal ne Scheibe davon ab, lass mich mal probieren. Wenn ich mir ne schöne Scheibe schnapp, dann hab ich was, dann bin ich was, ich komme etwas höher als tief. Ich bin als Mensch positiv. Ob der Mensch was zu denken hat, ob er's hat oder nicht, das teilt ihn soziologisch ein und bestimmt den Ton, wenn er spricht. Ich würde sagen, immer oder nie, hot oder hü. Schneid mir mal ne Scheibe davon ab, lass mich mal probieren. Wenn ich mir ne schöne Scheibe schnapp, dann blick ich sanft und stille mit meiner Brille durch den Mief. Ich bin als Mensch positiv. Ob der Mensch was zu lieben hat, ob er's hat oder nicht, das steht dann neurologisch klar beim Psychiater drin im Bericht. Ich würde sagen, Theorie ist fraglich, Praxis ist alles. Schneid mir mal ne Scheibe davon ab, lass mich mal probieren. Wenn ich mir ne schöne Scheibe schnapp, dann bin ich die Komplexe los, ich denke eher grad als schief. Ich bin als Mensch positiv. Ja, wenn Sie mich fragen, hoffentlich werden Sie die Geister los, die ich rief, dann sind Sie als Mensch positiv. Ich würde sagen, schneid mir mal ne Scheibe davon ab.
mit dem in Anführungszeichen intellektuellen Michael Heimann. Die Single war auf dem Markt nicht besonders erfolgreich. Deshalb setzte Fels in der Folge auf Covers. Heimann sang deutsche Fassungen von Lady Willpower, Make Me an Island oder I'll Never Fall in Love Again. Am erfolgreichsten war dabei der Titel Du oder Keine, die deutsche Fassung von Make Me an Island, mit der Heimann auch in der ZDF-Hitparade auftreten durfte. Allen Anstrengungen und Experimenten zum Trotz, Michael Heimann schaffte den Durchbruch auf dem Schallplattenmarkt im Westen nicht. Deshalb ging er während der ganzen Zeit seiner Plattenkarriere einem Brotberuf nach. Erst im wörtlichen Sinne und später im übertragenen. Michael Heimann zählt auf. Ich habe zum Beispiel Brot ausgefahren und habe dort erst Beifahrer gemacht und später dann Fahrer. Das Erste, was dann interessant war und lukrativ war und zu mir passte, das war, dass der Günter Krenz sagte, die haben ja nur mit den Platten nicht so viel Erfolg, aber ich weiß, dass sie drüben auch moderiert haben. Ich sage, ja. Da sagte er, ja, können Sie sich vorstellen, eine Sendung zu machen? Ich sage, ja, warum nicht? Was soll ich denn da machen? Ja, deutsche Schlager vorstellen. Ich sage, ja, gerne, mache ich sofort. Ja, und da habe ich eine Sendung bekommen und die habe ich lange behalten dürfen im Westdeutschen Rundfunk. Die musikalische Unterhaltung mit Michael Heimann, die mini-musikalische Unterhaltung mit Michael Heimann, dann Treffpunkt Studio 35 und so weiter. Und das ging eine ganze Weile sehr schön und sehr gut. Die logische Folge der Moderatorentätigkeit war die Erweiterung dieser Aktivität auf die Rolle des DJ. Dazu sagt Michael Heimann: Ich bin dann als DJ aufgetreten. Und das bin ich lange, lange, lange gewesen. Alleine 17 Jahre im Blue Note in Wuppertal, meine Lieblingsdiskothek, die nicht mehr existiert. Und da war ich dann DJ und Geschäftsführer. Die Hauptarbeit war für mich die DJ-Geschichte. Bis vor 2 Jahren war ich noch als DJ tätig und habe mich verkauft als der letzte moderierende DJ in der Bundesrepublik Deutschland, der älteste und letzte. Michael Heimann veröffentlichte seine letzte Single mit Kurt Fels im Jahre 1972. Von den vielen Aufnahmen mit Kurt Fels ist Michael Heimann eine besonders in Erinnerung geblieben. Zur Leidenschaft bin ich ins Studio gekommen und da sagte der Fels durch die Scheibe, Heimann, jetzt singen Sie das mal schön mit viel Stimme und machen Sie mal da ein bisschen hier und so. Und da habe ich gesagt, Herr Fels, würden Sie mir bitte mal gestatten, eine Aufnahme zu machen, die ich mir vorgestellt habe. Ich habe mir den Tom Jones genau angehört und habe festgestellt, dass das überhaupt nicht nachzumachen geht, in irgendeiner Weise und schon gar nicht mit dem Deutsch. Und da habe ich gedacht, naja, jetzt machst du eben mal das so, wie ich es dann gemacht habe. Und diese eine Aufnahme habe ich gemacht, indem ich mein Ding so durchgezogen habe, wie ich es wollte. Habe ich hinterher nie wieder so hingekriegt. Da sagte Herr Fels ganz lapidar durch das Fenster wieder, Herr Heimann, wir lassen das so. Ich sage nur, bleib hier. Was ich gesucht, was ich nicht fand, das finde ich nun bei dir. Was kann das sein? Das kann nichts anderes sein als Leidenschaft. Ich bin der Mann, dem du bist.
was du willst, das geschieht. Ich bin der Mann, der dir nun folgt, der vor sich selber flieht. Was kann das sein? Das kann nichts anderes sein als Leidenschaft. Leidenschaft, die Liebesfreude und Leidenschaft ist meine große Leidenschaft. Gehen. Ich rede mir jetzt selber ein, ich will dich nie mehr sehen. Das nützt nicht viel, sie packt mich doch aufs Neue, die Leidenschaft. Leidenschaft mit Michael Heimann, die deutsche Version von I'll Never Fall in Love Again. Das Original hat damals Tom Jones gesungen. Michael Heimann, das war ein tolles Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Schlager, Hits und Raritäten auf Memory Radio.